Chinchilla. 189, hier bitte. Na, so ein Glück. Oh, welch ein herrliches Stück. Bitte? Der schönste Preis des Balles, der schönsten Frau des Balles. Von Wien verlobt. Ich gewinne meine Garderobe an der Tombola. Angesichts dieses kostbaren Muffs schwöre ich dir, Aneta, dass ich meinem Bruder nie wieder warnen werde, dich zu heiraten. Ach. Und ich schwöre, ich werde dich heiraten, egal, ob er mich warnt oder nicht. Servus, Paul. Servus. Spät kommst du. Na, du weißt doch, Götterdämmerung. Ist doch immer erst um 10:45 auf. Das ist dein Fehler, du dirigierst eben zu langsam. Bleib du bei deiner Medizin, Karl Ludwig. Die Musik überlass mir. Ernst, Paul, du verschleppster Blitzer und die kennst du ja. Auch neulich beim Tannhäuser, habe ich das bemerkt. Da ist dein Anstecken. Man sagt, er nimmt bei Reisen im Schlafwagen sogar seine eigene Bettwäsche mit. Dafür sichert die Frau eines anderen. Ich habe gestern angerufen. Du hast dich verleugnen lassen. Ich weiß bestimmt, du warst zu Hause. Gnädigste, irren sich. Ich war im Club. Keine andere Frau bei dir. Damen ist das Betreten der Clubräume nicht gestattet. Tu doch nicht so förmlich, als ob niemals zwischen uns... Was zwischen uns gewesen ist, ist vorbei, Anita. Du bist jetzt die zukünftige Gattin des Herrn Hofkapellmeisters Harald. Du weißt, ich habe den Antrag nur angenommen, um dich herauszufordern. Sag ein Wort, ein einziges Wort und alles ist in die Früh. Wer ist die Dame, die eben zu den Brüdern Harald bringt? Meine zukünftige Schwägerin, die Frau des Professors Harald. Willst du mich mit ihr bekannt machen? Ich denke nicht daran. Aber einen Rat will ich dir geben. Hüte dich vor mir. Eines Tages knall ich dich nieder, rücksichtslos und ohne Erbarmen. Mit dem Spielzeug? Ja, dieses Spielzeug hat Platz für 3 Zigaretten und eine Kugel. Zigarette gefällig? Oder?
Ich ziehe Sacherkonfekt vor. Falsch, falsch. Kinder, sprecht doch nicht fortwährend über Musik. Kümmert euch doch ein bisschen um mich. Ja, wirklich, da hast du recht, Gerda. Aber ich hab doch in Bayreuth Richard Wagner selbst am Fuß gesehen. Der nimmt das Allegro im dritten Akt fast schon als Furioso. Ja, schon. Ja. Alter! Seid ihr denn Fuchs? Oh, ist der herrlich. Zauberhaft. Ja, ich bitte, meine Gnädigste. Ich gewinne den Bad gescheitert. Und wie wir zu meinem grauen Nachmittagskleid passen, würde gar nicht dazu gehen. Genau, sag ehrlich, Anita, würde er nicht passen? Wunderbar würde er passen. Wirklich, wunderbar. Darf ich Ihnen Gesellschaft leisten, gnädige Frau? Mein Name ist... Sie brauchen sich nicht vorzustellen. Der ganze Saal flüstert ja über Sie. Gnädige Frau, der ganze Saal flüstert über mich. Darf ich fragen, was der Saal flüstert? Von Ihrem Atelier am Belvedere. Es soll der Schauplatz mancher Anekdoten sein. Anekdoten sind gewöhnlich unwahr. Überzeugen Sie sich doch selbst von der Wahrheit. Kann ich das? Indem Sie kommen, in Ihr Modell stehen. Fällt Ihnen ein. Es wird ein bezauberndes Bild werden. Wirklich bezaubernd. Ganz in schwarz und weiß. Sie wissen anscheinend nicht, wen Sie vor sich haben. Ich habe eine Frau vor mir, die zu schön ist, um ungemalt zu bleiben. Wann werden Sie kommen? Ich erwarte Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit. Sie sind ja verrückt. Warum gehen Sie schon? Ja, ich gehe schon. Oh, zu liebenswürdig. Warum, der Herr Baron? Nein, danke. Ich gehe das Stückchen zu Fuß. Entschuldigen Sie vielmals. Wie spät ist es denn? 10 Minuten nach 1. Ich danke Ihnen vielmals. Das werde ich Ihnen in meinem Leben niemals vergessen. Und spät mal. Bubi, hast du Zigaretten? Nein, Zigarette nicht. Aber... Du, ich wohne da gleich um die Ecken. Sehr interessant. Ich auch. Der erste Zucker gibt er mal. Warum gehen Sie schlafen, Herr? Die Redaktion hat schon dreimal angerufen. Die Faschingsnummer muss morgen früh um 9 Uhr im Druck sein. Hinterher. Ja, schon gut. Ich mache die Zeichnung noch heute Nacht. Und sonst? Alles in Ordnung, gnädiger Herr. Ich habe Ihnen ja gesagt, alles in Ordnung. Sind erstaunt, Herr von Heidenegg? Allerdings, gnädige Frau, wie kommen Sie hierher? Mit einem Fiaker. Übrigens, Ihr Dienstmädchen war nicht so erstaunt wie Sie, zu dieser Stunde Damenbesuch zu sehen. Wer ist denn schon Ihr Dienstmädchen? Ich
bin die Wirtschafterin des gnädigen Herrn und außerdem weltberühmt. Der Fandango bin ich, wenn Sie es wissen wollen. Gute Nacht, Carmen. Ihr Dienstmädchen stehen Ihnen also offen, Modell. Ach so. Das Mädchen hat mir vor 15 Jahren zu meinem ersten Welterfolg verholfen. Und jetzt... Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Wird man Sie nicht vermissen auf dem Ball, gnädige Frau? Mein Mann spricht mit seinem Bruder über Musik. Und das dauert gewöhnlich endlos. Charmant, dass Sie gekommen sind, gnädige Frau. Also, in welcher Positur wünschen Sie mich zu zeichnen? So oder so? Oder im Kostüm? Vielleicht in meinem Ballkleid? Weder noch. Wie denn? Ohne Kostüm und ohne Ballkleid. Nur mit Maske und Muff. Ich kann mir nicht helfen. Ich hasse diese ganzen Neutöner wie Richard Strauss und... Neutöner? Aber GGG, die hat schon vor 200 Jahren gegeben. Ich habe letztens im Archiv eine C-Dur-Fantasie von Bach aufgestöbert. Ist genau auf denselben Prinzipien aufgebaut wie die heute. Wo ist eigentlich Gerda? Ach, was lauter Dissonanzen und Missakkorde. Ich bin... Mach gut, du bist... Oh, Gerda ist... Denkst du, tanzen? Diese C-Dur-Fantasie ist übrigens sehr interessant. Ich muss sie dir mal Danke, gnädige Frau. Darf ich Sie bitten, sich wieder anzuziehen? Darf ich mich umdrehen? Bitte? Wollen Sie sich das Bild ansehen? Nein. Warum nicht? Ich glaube, es ist wirklich ein kleines Kunstwerk geworden. Ich interessiere mich nicht für Kunst. Wofür denn? Für Künstler. Ach so. Ja, gnädige Frau, ich habe Ihnen doch gesagt, dass die Anekdoten nicht wahr sind, die von gewissen Geschehnissen in meinem Atelier berichten. Was denn geschieht in Ihrem Atelier? Es wird, verzeihen Sie das harte Wort, gearbeitet. Bitte meinen Mantel und meinen Muff. Bitte schön.
bringen Sie, gnädige Frau. Danke, ich habe den Wagen bestellt. Carmen, bringen Sie die Dame hinunter. Die Musik spielt ja gar nicht mehr. Es ist ja schon 3 Uhr vorbei. Mein Gott, ich glaube, jetzt ist aber wirklich die höchste Zeit, dass wir uns um unsere Damen kümmern. Sein Paul hat mir so Interessantes erzählt von einer Fantasie in C-Dur, die er gefunden hat. Oh, wir holen schnell unsere Mäntel und sind schon fertig. Was stell ich mir? Nein, nein, Paul, du kannst reden, was du willst. Nein, lass mich hören. Ach, Gerda. Du hast vorhin meinen Muff gehabt. Bitte gib ihn mir jetzt wieder. Den Muff? Ach ja, den Muff. Den habe ich aber irgendwo liegen lassen. Ich weiß nur nicht, wo. Wo? Morgen, ja, morgen werde ich mich sofort kümmern. Und dann kriegst du ihn bestimmt wieder. Deinen Muff. Gnädiger Herr, ein Brief ist gebracht worden. Soll sofort übergeben werden. Carmen! Wo ist die Zeichnung, Carmen? Die hat der Diener der Redaktion um 8 Uhr früh abgeholt, gnädiger Herr. Sie haben ihm die Zeichnung gegeben? Ja, natürlich. Sie haben sie doch in der Nacht fertig gemacht. Was für ein Tag ist heute, Carmen? Donnerstag, gnädiger Herr. Wie spät ist es, Carmen? 12 Uhr Mittag, gnädiger Herr. Und wann erscheint die Faschingsnummer, Carmen? Heute Donnerstag, 12 Uhr Mittag, gnädiger Herr. Die Faschingsnummer heute nahe! Faschingsnummer heute nahe! Die Faschingsnummer!
Frau Anita auf den Ball gewonnen hat. Derselbe Muff? Aber bestimmt ist er das. Er ist doch in allen Zeitungen genau beschrieben worden. Erster Preis, ein Muff aus Chinchilla. Ja, und du glaubst es, Frau Anita? Ja, natürlich. Wer denn sonst? Na, was gibt's denn zu lachen, meine Damen? Darf ich das nicht auch sehen? Du, ich spiele da gerade die Zeno-Fantasie vom Bach, von der ich dir neulich erzählt habe. Bitte, Paul, sieh dir das mal an. Sehr nett. Ein echter Heidene. So sehr nett findest du das? Mhm. Sag mal, fällt dir nichts auf an dem Bild? Was soll mir da auffallen? Eine Frau mit Maske und Muff? Und weiter, weiter? Weiter? Weiter hat sie doch nichts an. Ja, weiter hat sie nichts an, diese Dame der Gesellschaft. Das ist es ja eben. Was ist denn da dabei? Karl Ludwig. Mann, Paul, hast denn du keine Augen im Kopf? Sieh dir doch den Muff an, den die Frau trägt. Ja, ein Muff. Ein Muff aus Chinchilla. Und merkst du denn noch immer nicht? Das ist doch der Muff aus Chinchilla, den deine Verlobte Anita auf dem Ball im Sophiensaal gewonnen hat. Und das ist doch ziemlich bekannt, dass der Zeichner Heideneck seine Bilder nur nach lebenden Modellen zeichnet. Nee. So was? Du meinst tatsächlich? Aber das Gesicht ist doch gar nicht zu erkennen. Die Haare können ebenso gut blond wie schwarz sein. Allerdings der Mut. Hut und Mantel vom Herrn Hofkopf einlassen. Du gehst jetzt sofort zu diesem Herrn und forderst von ihm Rechenschaft. Na ja, wenn du glaubst. Aber es kann genauso gut eine andere Frau sein, da, auf dem Bild. Schließlich gibt's doch viele Muffe aus Chinchilla. Verlass dich auf mich. Das ist, leider muss ich das sagen, das ist Anita. Herr Hofer von Kapellmeister, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Frau Anita hat nicht Modell gestanden zu diesem Mädchen. Habe es mir ja gleich gedacht, aber wissen Sie, mein Bruder ist in solchen Dingen so eigensinnig, wie ein Kind. Hallo. Wir können es doch ruhig sagen, wer es war. Den Namen der Dame? Ja. Den kann ich nicht nennen. Ja, also, nein. Wenn Sie mir den Namen nicht nennen, nachher muss ich mich mit Ihnen schießen. Ich kenne doch meinen Bruder. Heidene. Geh, seien Sie nicht. Nennen Sie mir den Namen. Sie verlangen doch etwas Unmögliches von mir. Heidene, wissen Sie was? Sie nennen mir einen Namen. Irgendeinen x-beliebigen Namen. Es braucht gar nicht der Richtige zu sein. Ich werde auch gar nicht nachforschen, ob er stimmt oder nicht. Die Hauptsache ist doch nur, dass ich meinem Bruder etwas Positives bringen kann. Hm? Und der Fall ist dann erledigt? Vollkommen erledigt. Also es war ein Fräulein, Dur, hä? Fräulein Dur. Dur? Ja, Dur, so wie Moll. Also wie, Dur oder Moll? Dur. Mit hartem T oder mit weichem D? Mit weichem D. Ein Fräulein Dur? Hm. Sagen Sie, was hat denn die für einen Vornamen? Vornamen hat sie keinen. Das heißt, sie hat, aber ich weiß sie nicht. Schön. Ich werde es meinem Bruder sagen. Vornamen hat sie keinen. Vielleicht glaubt er es. Hoffentlich schaut er nicht im Adressbuch nach. Das werden wir gleich haben. Aber Karl Ludwig, das geht zu weit. Du denkst doch nicht etwa daran, dass uns der Heidenegg einen falschen Namen genannt hat. Du bist eigentlich wie ein Kind. Dur! Leopoldine Dur. Das muss sie sein. Steht gar keine andere da. Was? Die gibt's wirklich? Am 12.
11. dieses brachte das K&K Hofburgtheater die Erstaufführung des Schauspiels Gespenster von Henrik Ibsen. Die Rolle des unglücklichen Oswald spielte Herr Hofburg-Schauspieler Josef Keynes. Die unvergleichliche Kunst dieses großen Schauspielers riss das Publikum zu Beifallskundgebungen hin, wie sie das stolze Haus am Franzensring wohl noch niemals gehört. Dieses Publikum von heute, immer ist es gleich begeistert. Zu meiner Zeit ist jedes Stück erst einmal durchgefallen. Und war es wirklich gut, dann hat es sich später von allein durchgesetzt. Gehen Sie, lesen Sie was Interessanteres, liebe Beute. Ja, bitte, durch nach. Sieg des lenkbaren Luftschiffes des Grafen Zeppelin. Die erste große Fernfahrt des Luftschiffes Z1 ist herrlich gelungen. Es legte eine Strecke von 75 Kilometern zum ersten Mal ohne jede Zwischenlandung zurück und stellte damit einen Rekord in der Geschichte der Luftschifffahrt auf, der wohl für ewige Zeiten ungebrochen bleiben wird. Ein Schiff, mit dem man in der Luft herumfliegen kann? Nein, das glaube ich nicht. Nein, das schreiben nur die Zeitungen, weil es nichts anderes zu schreiben haben. Na ja, es passiert ja auch nichts Interessantes mehr in der Welt. Zu meiner Zeit, ja, da hat es noch Affären gegeben. Skandale, ui je. Aber jetzt, es ist eine fade Welt. Ins, lesen Sie was Interessanteres, liebe Beute. Ja, bitte, durchlaufen. Ich habe jetzt mit dem Putzen aufgehört. Ich brauche für den Schwindel. Und Sie auch, Marie. Ja? Ja. Aber das ist doch gar nicht möglich. Ja, ja. So eine Person in solch einem Haus. Ah ja, wenn ich Ihnen sage. Seit 3 Monaten ist sie hier bei der Fürstin als Vorleserin. Und manches Mal liest sie auch mir vor. Ich meine, so hier und da. Und sie hat ja so eine angenehme Stimme. So, wissen Sie? Ich sage Ihnen, wenn sie mir vorliest, vergiss ich direkt, dass ich Zahnweh hat, weil sie zu blöd. Jetzt fängt er wieder an, weil ich davor geredet habe. Herr Zacharias. Ja. Was wünscht denn der Herr? Ich weiß nicht. Er hat ein sonderbares Wesen. Ich glaube, er hat ein bisschen. Er steht ja so saublöde Fragen. Ja, die. Das ist sie. Ja, was haben Sie denn? Ist ja klar. Ist genau dieselbe Figur. Ja, warum schauen Sie mich denn so an? Da geht mir vielleicht was vor? Nein, Fräulein. Ich weiß alles. Aber Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich werde Sie niemals verraten. Schließlich ist es ja Ihre Privatangelegenheit, wie Sie sich malen oder zeichnen lassen. Austoben lassen. Ruhig austoben lassen. Nicht normal. Ich wäre natürlich niemals hierher gekommen, aber mein Bruder wünschte es. Aha. Einen Bruder haben's auch. Jawohl. Er wollte, dass ich sofort einen persönlichen Augenschein vornehme. Er ist nämlich sehr eigensinnig, mein Bruder. Wie ein Kind. Ah, ein eigensinniges Kind? Das wird er sich schon abgewöhnen, wenn er älter wird. Na, jetzt kann ich ja beruhigt gehen und ihm Bericht erstatten. Meinem Bruder. Bruder, der Bruder, was der mit seinem Bruder haben, oder? Tja,
Also, dann wäre ja alles in schönster Ordnung. Also, auf Wiedersehen, Herr. Und schönen Gruß an den Bruder. Ich empfehle mich bestens, mein Fräulein. Ja, mein lieber Herr Hofoperkapellmeister, na, das ist aber reizend von Ihnen, dass Sie auch wieder einmal den Weg zu mir finden. Was macht denn Frau Anita? Ist immer noch so hübsch und fesch? Durchlaucht, meine Verehrung. Und Ihr Herr Bruder, der lässt sich auch nicht mehr bei mir anschauen. Ja. Sie kennt auch den Bruder. Was führt Sie denn eigentlich her, mein Lieber? Was mich herführt, durchlaucht? Ja, es ist nämlich, dass ich... Ich meine, ich komme als Vorsitzender unseres Clubs. So. Wir haben doch nächsten Sonntag unseren großen musikalischen Abend und da würde es uns zur größten Ehre gereichen. Ach, das ist doch sehr lieb von Ihnen, aber Sie wissen ja, ich gehe nicht mehr zu solchen Veranstaltungen. Ja, früher einmal, da habe ich überall dabei sein müssen. Aber jetzt... Es tut mir unendlich leid, doch glaub, der ganze Club wird sehr bedauern. Nein, 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 nein. Solche Abende sind gut für junge Leute. Aber unsereins, wissen Sie, ich gehe lieber zeitig schlafen. Aber damit Sie mit keinem Korb fortgehen müssen, schicke ich Ihnen meine kleine Vorleserin zum Fest. Kommen's, liebe Boydi, kommen. Sie ist zwar ein armes Mädel, passt aber ausgezeichnet in Ihre Gesellschaft. Gewiss. Gewiss, Durchlaucht. Danke. Durchlaucht sind zu gütig. Ja, aber bitte, wie soll ich denn da eigentlich auf dem Fest erscheinen? In moderner Toilette? Ja, oder vielleicht in einer Maskerade? Nein, bitte um Himmels Willen, diesmal in keiner Maskerade. Es ist nämlich ein seriöses Fest. Sind, lieber Heidrich, ich habe eine große Bitte an Sie. Wollen Sie Sacherkonfekt? Nein, nein, vielen Dank. Wissen Sie, müssen sich unbedingt mit diesem Fräulein beschäftigen, das ich einladen will. Oh, guten Abend, mein Lieber. Servus. Wissen Sie, es wäre nämlich furchtbar, wenn man hier drauf käme, wer diese Person ist. Was für eine Person? Nur ja, diese... Sie wissen doch, wer dieses Fräulein ist. Keine Ahnung, von wem reden? Von diesem Fräulein Dur. Fräulein Dur? Ja. Kenn ich nicht. Okay, Sie machen es keine Witze. Sie haben mir doch selber den Namen genannt. Leopoldine Dur. Hm? Das Fräulein, das Ihnen Modell gestanden hat für die Maskerade. Die existiert doch gar nicht. Da ist sie. Das ist... Fräulein Leopoldine Dur. Mit weichem D? Mit weichem D. Ich hätte doch lieber hartes T sagen sollen. Gehen Sie geschwind, ehe Sie mit jemand anderem spricht. Augenblick. Also gehen Sie schon. Moment, also gehen Sie doch schon. Herr Hofkapellmeister, das ist aber ein Fest. Guten Abend, mein Fräulein. Guten Abend. Mein Name ist Heidenek. Ich freue mich. Ich heiße Leopoldine. Ich weiß. Fräulein Leopoldine, du. Ja, woher kennen Sie mich bitte? Denken Sie mal darüber nach. Tja, das... Sind Sie vielleicht der Herr vom Eislachplatz, der immer mit dem gesprenkelten Sweater herumläuft? Nein. Nein, der Herr mit dem gesprenkelten Sweater bin ich nicht. Aber jetzt weiß ich, Sie sind der... Na? Nein. Der sind Sie auch nicht. Oder doch? Hm. Nein, 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 nein. Der war auch viel jünger als Sie. Allerdings, ja, es gibt natürlich auch Jüngere als ich. Oh, pardon. Bitte schön. Thank you.
kenne sie von Bildern. Von Bildern? Ja, oder besser von einem Bild. Ja, wieso denn? Es gibt doch mal kein Bild von mir. Doch, es gibt eins. Ja, aber das müsste ich doch auch wissen. Sagen Sie das nicht, mein Fräulein, so etwas kann man nie genau wissen. Dort, die Kleine, da hast du sie in Lebensgröße. Wen? Die Maskerade. Also, das ist unmöglich. Die sieht doch ganz anders aus. Wieso? Das Gesicht war doch mit der Maske verdeckt. Ja, aber die Figur. Aber das kannst du doch so gar nicht beurteilen, Karl. Darum dreht sich's aber. Was soll sie sich dir hier vielleicht nur in Maske und Muff präsentieren? Nein, danke schön. Ist auch gar nicht nötig. Warte nur, werden wir gleich haben. Gestatten, Professor Heiland. Darf ich um den nächsten Tanz bitten? Verzeihung, Herr Professor. Die Dame hat den nächsten Tanz auch mir versprochen. Ja, warum muss ich denn schon gehen? Weil jetzt hier ein furchtbar trauriges Konzert anfängt. Ich habe aber Musik sehr gern. Woanders gibt es bessere. Vertrauen Sie sich mir ruhig an. Na, Professor? Bist du endlich überzeugt, dass nicht ich die Frau mit Maske und Muff bin? Du weißt das, Annika? Paul hat mir alles erzählt. No, was heißt du mir? Wenn du dein Unrecht einsiehst, selbstverständlich. Ich habe eben immer nur den Muff gesehen und nicht die Frau, die ihn getragen hat. Was ja eigentlich wichtiger gewesen wäre. Aber so leicht kommst du mir diesmal nicht davon. Ich fordere eine Entschädigung. Ist im Voraus gewilligt, Anita. Was habt ihr eigentlich fortwährend miteinander zu tun? Tiefes Geheimnis, nichts für kleine Kinder. Also, Anita, was verlangst du als Entschädigung? Ein Originalbild von Heidenegg, das er eigens für mich zeichnen soll. Und zwar ein Bild mit jener Frau als Modell, die auch die Maskerade dargestellt hat. Aber diesmal ohne Maske. Wenn es weiter nichts ist. Aber da rufe ich morgen Heidenegg an und bestellt ihr einfach das Bild. Meine Damen und Herren, wir spielen jetzt die C-Dur-Fantasie von Johann Sebastian Bach. Vielleicht war ich eifersüchtig. Bitte machen Sie sich nicht lustig über mich.
Tue ich doch gar nicht. Sie werden mir doch nicht einreden wollen, dass Sie gerade mich kennen, wo es doch so viele andere und hübschere Frauen gibt. Seien Sie nicht so bescheiden, mein kleines Fräulein. Ich bin wirklich entzückt von Ihnen. Bitte keine Ballkonversation. Oh, ich habe die Ehre, Herr von Heidenegg. Sehr liebenswürdig, dass Sie wieder beehrt. Sie haben meine Geste, mein Kompliment. Herr von Heidenegg, ganz besonderes Vergnügen für uns. Sie sehen Ihre Bühne bei uns hoch in Ehren. Ja, schon gut, schon. Besten Dank, besten Dank. Mein Kompliment, meine Verehrung ist gestendet. Ach, der Heidenegg sind Sie? Ja, der bin ich. Haben Sie jetzt eine bessere oder eine schlechtere Meinung von mir? Nur eine schlechtere, natürlich. Wieso? Sie kennen mich doch gar nicht. Aber ich kenne Ihre Bilder. Haben Ihnen meine Bilder so viel von meiner Person verraten? Allerdings. Um solche Situationen zeichnen zu können, muss man sie vorher erlebt haben. Glaube ich. Sie halten mich also für einen ganz verkommenen Menschen. Ja. Prost. Und alles, was ich Ihnen jetzt sage, ist gelogen. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass Sie mir gefallen? Gelogen. Ja, was glauben Sie eigentlich, warum ich hier mit Ihnen sitze? Ja, das weiß ich eben nicht. Aber irgendeinen Grund werden Sie schon haben. Sie sollen nicht so misstrauisch sein, kleines Fräulein. Was ist denn schon weiter geschehen? Wir haben uns kennengelernt, wir haben getanzt miteinander. Ich habe Ihnen ein paar Nettigkeiten gesagt. Sie haben mir mit ein paar Grobheiten geantwortet. Und jetzt trinken wir ein Glas Sekt miteinander und... Und? Na, und dann bringe ich Sie nach Hause und sage Ihnen beim Abschied auf Wiedersehen. Das wäre wieder eine Lüge. Warum? Weil Sie mich ja gar nicht wiedersehen wollen. Aber wie können Sie so etwas behaupten? Es ist ja auch gar nicht möglich, dass wir uns wiedersehen. Ich habe ja nie Zeit. Das heißt Mittwoch, ja. Da hätte ich natürlich Zeit. Da ist mein freier Tag. Aha. Mittwoch. Sie könnten ja telefonieren. Oder schreiben. Ja, natürlich, ja. Das heißt nur, wenn Sie wollen. Na, selbstverständlich. Selbstverständlich werde ich telefonieren. Oder schreiben, wie gesagt. Oder schreiben. Ha, das kitzelt aber sehr. Das würde mich selbstverständlich sehr freuen. Und die Wahrheit.
schön, was ist denn noch schön? So was? Deine Liebe. Was? Liebe mich und die Welt ist mein. Was ist denn los, Frankfurti? Was ist denn? Herr Zacharias, halten Sie sich fest an. Ich habe eine Eroberung gemacht. Ja, und deshalb wecken Sie mich auf? Ja. Und ja, wo ich seit 14 Tagen das erste Mal schlafen kann und keine Zahnweh hab. So was hab ich nicht. Wieso kommen Sie rein? Ja, warten Sie müssen. Jetzt wicken wir in den Schlepphaar, Gott sei Schirm, haben wir auch nicht. Der eleganteste Mann von Wien hat mir den Hof gemacht. Mir ganz allein. Und nur mit mir hat er getanzt. Naja. Und am Mittwochnachmittag wollen wir uns wiedersehen, hat er gesagt. Aber vorher wird er noch telefonieren oder schreiben. Aber er wird ja nicht schreiben. Was hat er denn so gesagt? Warum soll er denn auch schreiben? Ich weiß schon nicht. Er wird nicht schreiben. Sogar ganz bestimmt nicht. So ein Künstler kann doch ganz andere Frauen haben. Warum soll gerade ich ihm gefallen? Tja, warum gerade ich? Heideneck? Hallo, Heideneck. Ich komme, jetzt werden Sie sich wundern, ich komme mit einer Bestellung. Ja, Sie müssen ein Bild für mich machen, und zwar... Ja. Was denn, mit demselben Modell, das für das Bild Maskerade? Ausgeschlossen, Herr Professor, das ist ganz ausgeschlossen. Sie müssen es tun. Anita wird sonst einen Skandal heraufbeschwören. Hallo. Hallo. Ah, Heideneck, da sind Sie ja wieder. Na, überlegen Sie sich's. Mir wäre sehr lieb, wenn Sie Ja sagen würden. Ja? Na, also gut. Ich habe ja gewusst, dass Sie mir den Gefallen tun werden. Ja, übrigens, was kostet der Spaß? Nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Nein, Geschäft ist Geschäft. Sie müssen sagen, was Sie verlangen. Ach, das überlassen Sie mir. Na, so schön, sagen wir 1000 Kronen. Gut. Ja. Auf Wiedersehen, Herr Professor. Tja, Sie haben mir die Suppe eingebrockt. Jetzt müssen Sie mir auch helfen, sie auszulöffeln. Das Mädel hätte man doch wenigstens aus dem Spiel lassen können. Das Mädel, die ist doch eine Erfindung von Ihnen. Warum soll sie ihre Rolle nicht zu Ende spielen? Weil sie mir zu gut dazu ist. Frau. Ah, das ist aber sehr interessant. Was? Der Herr von Heideneck regt sich auf wegen einer kleinen, dummen Gans. Gnädige Frau, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie etwas weniger anzüglich über ein junges Mädchen reden wollten, das... Das Ihnen gefällt? Vielleicht. Ja? Wer ist es denn? Ich
Frau Goldi. Ein Brief? Ja! Moment! Sie hat geschrieben. Hat geschrieben. Hat geschrieben. Gib sie her. Wer hat ihn gebracht? Der Briefträger? Ja. Ein Dienstmann. Ein Dienstmann. Moment bitte. Ein Dienstmann. Schön. Lieber Gott, keine Absage. Lieber Gott, bitte keine Absage. Das ist eine Frechheit. Nein, so eine Frechheit. Was schreibt er denn, Frau Goldi? Das ist die Höhe. Das ist die höchste Höhe. Was bildet sich dieser Mensch eigentlich? Was haben Sie gesagt? Wissen Sie, was er schreibt? Ich soll zu ihm ins Atelier kommen um 5 Uhr. Er wird ganz allein sein. Das ist eine Frechheit. Das ist eine unglaubliche Frechheit. Ja, was bildet sich dieser feine Herr eigentlich ein? Ich soll zu ihm ins Atelier kommen? In das Atelier eines Malers? Nein, sowas? Höchstwahrscheinlich wird gedämpftes Licht sein und Parfum in der Luft. Und dünner Rauch wird aus einem Samovar aufsteigen. Und seidene Kissen werden zwanglos verstreut herumliegen. Und er sitzt am Flügel und spielt eine Sonate von Tschaikowski. Das ist eine Frechheit. Eine Zumutung ist das. Ich zu ihm? Er ins Atelier? Zur Dämmerstunde? L'heure bleue? Eine Unverschämtheit ist das. Nein, so eine Unverschämtheit. Was werden Sie denn machen, Frau Goldi? Noch hingehen. Noch hingehen, natürlich. Ein Fräulein Leopoldine Dur. Ja, was ist denn hier? Keine gedämpfte Beleuchtung? Was habe ich mir gerade anders gemacht? Und kein Samovar mit Tee? Ah, und keine Kissen? Zwanglos verstreut? Nein, das habe ich mir aber nicht. Ja, wozu haben Sie mich dann eingeladen? Um Sie zu bitten, mir Modell zu stehen. Ich habe eine Bestellung erhalten, ich bekomme 1000 Kronen für das Bild und ich möchte diesen Auftrag ausführen. Ah, beruflich haben Sie mich kommen lassen? Jawohl, beruflich. Ausziehen? Nicht nötig. Ich zeichne Sie so, wie Sie sind. In Jack und Hut. Mit meinem richtigen Gesicht? Selbstverständlich. Und hoffentlich zieht man Ihnen davon den 1000 Kronen nicht ab. Stellen Sie sich bitte dorthin. Nicht damit mir spricht. Man ist wusste, wie man sich zu einem Fall benimmt. Ich kann nicht. Sie wird mich sehr. Ach. So ist besser. Setzen Sie sich. Schon wieder dieser Ton. Noch ein Wort und ich gehe. Setzen Sie sich doch. Das ist mir schon sehr peinlich. Wir beginnen jetzt. Nehmen Sie Finger aus dem Mund und sitzen Sie gerade.
Bitte lächeln Sie. Ich kann aber nicht. Warum nicht? Weil mir nicht lächerlich zumute ist. Das hören Sie doch zu weinen auf. Ja. Zu blöd. Wischen sich die Tränen ab. Ich habe kein Taschentuch bei mir. Da. Dankeschön. Ja, ich habe ja nicht gewusst, dass ich hier weinen werde. Bitte beruhigen Sie sich noch, ja? Wollen Sie Konfekt? Ja. Im Papierkorb ist es. Hören Sie mal zu, mein kleines Fräulein. Ja. Ich habe Ihnen einmal gesagt, dass Sie mir gefallen. Das war nicht wahr. Hören Sie. Jedes Wort. Aber jetzt ist es wahr. Verstehen Sie? Nein, das verstehe ich nicht. Wieso? Was ist daran nicht zu verstehen? Sie gefallen mir. Sie gefallen mir sogar sehr gut. Mehr als mir lieb ist, gefallen Sie mir. Wollen Sie jetzt noch etwas wissen? Ja! Was? Ob Sie immer so schreien, wenn Sie das einer Frau sagen? Ich habe das noch keiner Frau gesagt. Jetzt musst du mir eins gestehen. Alles. Wer war der Mann, für den du mich zuerst gehalten hast? Der mit dem gesprenkelten Sweater? Nein, nein, nicht der mit dem gesprenkelten Sweater. Der andere, der jünger war als ich. Er war ja gar nicht jünger als Sie. Aber verliebt war er in dich. Auch nicht. Na, was denn war er? Der Zahnarzt vom Herrn Bacharia. Adieu, Kind, ich gehe jetzt in den Club. Leb wohl! Bitte schön, ich muss mit der gnädigen Frau sprechen. Ja, aber die Frau ist nicht zu sprechen. Ja, was ist denn da los? Bisschen. Ein Fiakerkutscher ist da und der wird... Entschuldigen schon. Ich laufe nämlich schon seit 8 Tagen herum von den zu vielen Seelen ins Fundbüro und erst jetzt habe ich es herausgekriegt, dass es die Frau Professor war, die den Muff in meinem Fiaker vergessen hat. Der gehört nicht meiner Frau. Aber ich weiß, wem er gehört. Der Frau Anita Keller. Sagen Sie doch dem Mann die Adresse. Entschuldigen, Fühlmus. Es war bestimmt die Frau Professor, die den Muff damals getragen hat. Der Portier von den Sophienseelen hat sie auch gesehen, die Frau Professor. Wo gesehen? Na, während des Balles, beim Einsteigen in den Fiaker und beim Aussteigen auch. Während des Balles? Ja, wohin haben Sie denn meine... Ich meine, wohin haben Sie denn die Dame geführt? Während des Balles? Zum Atelier des Herrn von Heidenegg, beim Pöwedeer. Nehmen Sie den Mann den Muff nur ab und geben Sie ihm 20 Kronen Finderlohn. 20 Kronen? Ist das nicht zu viel, Professor? Nein, das ist billig. Thank you.
Ich gehe in den Club. Herr von Heideneck. Ja, bitte. Ich habe neulich ein Bild bei Ihnen bestellt. Richtig, das fehlt. Ja, Professor, ich habe mir die Sache überlegt. Ich kann diesen Auftrag nicht annehmen. Bitte, hier ist das vereinbarte Honorar. 1000 Kronen. Ich habe doch eben gesagt, ich mache das Bild nicht. Das ist ja auch nicht das Honorar für das bestellte Bild. Das ist das Honorar für das erste Bild. Ich nehme an, dass meine Frau es noch nicht bezahlt hat. Herr Professor, ich habe Ihre Frau gezeichnet. Das stimmt. Durch einen unglückseligen Zufall ist das Bild in die Zeitung gekommen. Das tut mir leid. Alle übrigen Vermutungen, die Sie an die Tatsache knüpfen könnten, sind falsch. Herr von Heideneck, mir genügt es, dass Sie meine Frau so gesehen haben, wie meiner bescheidenen bürgerlichen Meinung nach verheiratete Frauen nur von zwei Männern gesehen werden sollten, nämlich von ihrem Mann und von ihrem Arzt. In diesem speziellen Fall bin ich beides. Verfügen Sie über mich. Was wollt ihr? Was ich will? Ich will feststellen, ob es wirklich ewiges Gesetz ist, dass wir Ehemänner allen Freibeutern auf Gnade und Ungnade ausgeliefert haben. Professor! Ich bitte jetzt keine falschen Kavaliersgäste, nicht? Sie brauchen sich mir nicht zur Verfügung zu stellen. Ich fordere Sie nicht zum Duell. Bedauere ich. Ich auch. Leider kann ich mir als Chef der chirurgischen Klinik einen öffentlichen Skandal nicht erlauben. Aber vielleicht ist in dieser Sache das letzte Wort doch noch nicht gesprochen. Soll das eine Drohung sein? Halten Sie das, wie Sie wollen. Also das ist seine neueste Beschäftigung. Er zeichnet Heiligenbilder. Tja, andere Modelle, andere Bilder. Jedenfalls hat er seinen Geschmack stark verändert. In nächster Zeit wird sich hier noch viel mehr verändern. Wieso, was wird sich? Heiraten will er. Heiraten! Was? Diese kleine Person? Jawohl. Diese Person. Die Kleine ist geschickt. Sie lässt sich die Komödie gut bezahlen, für die sie sich hergegeben hat. Du irrst, Anita. Die Kleine hat sich zu dieser Komödie niemals hergegeben, wie du dich auszudrücken beliebst. Sie war wohl zufällig die Hauptdarstellerin, wusste aber gar nichts davon. Sacher Konfekt. Ach, sie hat nichts davon gewusst? Nein, meine Liebe. Sie hatte keine Ahnung. Wünschst du sonst noch etwas? Nein, danke nicht. Ich bin so zufällig vorbeigekommen. Wollte dich wieder mal sehen. Aber jetzt muss ich gehen. Ich bin bei der Fürstin geladen. Zum Tee. Lass dich nicht aufhalten. Stellen Sie es nur daher, Marie. Alles andere mache ich schon selbst. So, bitte. Die Blumen. Na, Herr Zacharias. Was macht denn heute Ihr Zahn? Nein, danke schön. Gott sei Dank. Hätte ich jetzt nur... Wie ist es? Jetzt hängt er wieder an. Wenn Sie damit... Was mich daran erinnert haben, das macht nichts. Siehst du, soll ich heute nichts essen. Und wie geht's? Wie geht's Ihnen, Herr Bode? Danke, Herr Zacharias. Gut.
Nur gut? Ich habe mir gedacht, dass Sie heute besonders glücklich sein müssen. Na, weil doch gestern ein Mittwoch war. Müsste ich ja auch. Ich müsste ja sein. Und trotzdem, mir ist so schwer ums Herz. Wissen Sie, Herr Zacharias, wenn ich bei ihm bin, ist alles gut. Und kaum bin ich fort, bekomme ich es mit der Angst. Ich habe so eine Angst. Ich habe eine furchtbare Angst. Nein, gut. Warum denn? Wovor denn? Nur, dass ihn mir eine wegnehmen könnte. Sie wissen ja gar nicht, wie gemein die Frauen sind. Jede, die er so trifft, ist ja meine Todfeindin. Wenn es nach mir ginge, müssten sämtliche Frauen von Wien auf der Stelle auswandern. Seit 3 Monaten ist die Kleine bei mir. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit ihr. Nur seit ein paar Tagen ist sie so merkwürdig. Immer hat sie Kopfweh. Ja, dann soll sie Aspirin nehmen. Zu meiner Zeit, wenn die jungen Mädels Kopfweh gehabt haben, haben sie geheiratet und kein Aspirin genommen. Bitte durchlaucht der Tee. Bitte schön, meine Damen. Anita, wir müssen bald gehen. Heute Abend ist Caruso-Premiere und wir müssen uns noch umziehen. Ich muss unbedingt Fräulein Leopoldine sprechen. Ist nicht möglich, ist ausgeschlossen. Warum? Es geht ja nicht. Die sitzt hier oben bei der Fürstin. Die hat ja Gäste. Ja, ich weiß, aber schauen Sie, Herr Zacharias. Es ist wirklich sehr dringend. Mehr? Nein. Na, da müssen Sie warten, ne? Aber nicht da, im Zug, sonst können Sie mir zahlen, weil man glaube ich. Ach Gott, jetzt hört es mir wieder. Aber nicht, weil der Vogel jetzt hat. Zuckersäure kann essen. Wie viel Zucker? Und dabei habe ich so viel. Ein bisschen Zucker. Bitte, liebe Beudin, meine Zigarre und Zigaretten. Ich weiß nicht, heutzutage passiert gar nichts Interessantes mehr in der Welt. Zu meiner Zeit, da hat es noch Affären gegeben, Skandale. Aber heute, es ist eine Badewelt. Ach, es gibt doch heute noch genug Affären. Zum Beispiel unlängst. Eine sehr bekannte Dame der Gesellschaft, verheiratet natürlich, lässt sich von einem ebenfalls sehr bekannten Künstler zeichnen. Sie selbst ist zwar auf dem Bild nicht zu erkennen, aber ein bestimmter Gegenstand, den sie auf der Zeichnung in den Händen hält, verrät sie. Durch einen Zufall kommt das Bild in die Zeitung. Ach, Gerda, ich glaube, ich habe das Bild vorhin bei dir gesehen. Sei so liebenswürdig, ich zeige es dir, Frau Fürstin. Ach, bitte zeigen Sie es uns. Ich bin so neugierig, ich habe das sehr gern. Kennen Sie das Bild? Nein. Ach, bitte, so geben Sie es schon her. Ach, vom Heidenegg ist die Zeichnung. Na, den kennen wir ja alle. Der Skandal scheint unvermeidlich. Der uns allen bekannte Künstler wird zur Rede gestellt. Fast ist die verheiratete Frau kompromittiert. Da hat der Künstler den wirklich raffinierten Einfall und nennt den Namen einer x-beliebigen Person, die ihm angeblich als Modell für das Bild gedient hat. Das ist einmal eine interessante Geschichte. Die Ehre der verheirateten Frau war gerettet. Und die junge Person? Sie darf sich jetzt ein paar Tage lang der Gunst des bekannten Künstlers erfreuen und wird dann wohl mit einem netten Trinkgeld abgefertigt werden. Was kennt man? Solche Affären werden dem guten Heidenegg nicht das erste Mal passiert sein. Ach, Fräulein, geben Sie mir eine andere Zigarette. Die ist mir zu stark. Hören Sie denn nicht? Leopoldine! Ja, bitte durchlaufen. Die gnädige Frau wünscht eine neue Zigarette. Verzeihung, gnädige Frau. Danke, ich habe schon selbst. Und das Lustige an dieser Geschichte ist, dass diese junge Person keine Ahnung hat, welche Rolle sie spielt. Sondern das Manöver Heidenegg für ganz echt hält und sich dadurch einbildet, seine Favoritin zu sein. Leopoldine. Sie können gehen. Ich werde Sie später wieder rufen.
Also sagen Sie, das ist ja interessant. Ja. Und diese dumme Person. Dann wo ist die? Herr von Heidenick ist unten. Bolli. Grüß dich, Kurt. Ja. Ja, ich muss mit dir reden. Ist Frau Anita Keller oben? Wer? Frau Anita Keller. Frau Anita Keller ist oben. Wieso? Und hat sie mit dir gesprochen? Ja. Nur ein paar Worte, die sie bekommen ist. Nein, nein, ich meine, hat sie irgendetwas Besonderes gesagt? Irgendetwas im Zusammenhang mit mir? Nein. Soviel ich weiß, hat sie nichts gesagt, was mit dir im Zusammenhang stehen könnte. Na, dann ist ja gut. Es war so eine momentane Einbildung von mir. Ich habe mir gedacht, dass... Volt, ich muss mit dir reden. Es gibt zwischen uns beiden etwas, was noch geklärt werden muss. Aber hier kann ich nicht reden. Das ist unmöglich hier in diesem Treppenhaus. Nur eins sollst du wissen. Ich bin froh. Ich bin sehr froh. Ja, worüber? Dass ich dich gefunden habe. Das kann ich mir denken. Und ich will dich behalten. Weil ich dich brauche. Ja, ich weiß. Ja, ja. Was ist denn? Glaubst du mir nicht? Doch, doch, ich glaube. Ich hätte mich so merken. Ist irgendetwas geschehen? Hast du mir etwas zu sagen? Nein, ich habe dir nichts zu sagen. Komm, ich will hier nicht gesehen werden. Ja, bitteschön. Wann sehe ich dich wieder, Boldi? Geht's diesmal nicht etwas früher? Vielleicht schon morgen oder übermorgen? Ich glaube nicht, dass das gehen wird. Na, versuch's nur, hm? Aber jetzt geh rauf, du, sonst hast du wirklich Unannehmlichkeiten. Ich warte hier noch ein bisschen, Ich weiß, du willst nicht gesehen werden. Grüß dich, Gott. Wiedersehen, Boldi. Was ist denn los? Ich hab's gewusst. Was denn, Fernbeuge? Vom ersten Augenblick an habe ich's gewusst.
dass es nicht wahr sein kann. Dass es irgendeinen Grund haben muss. Dass er so lieb. Es war halt auch nur Ballkonversation. Anita. Ja. Du bist wohl erstaunt, mich hier zu sehen. Ich gestehe dir ehrlich, ich bin nur hergekommen, weil ich gefürchtet habe, dass du... Aber ich habe mich geirrt. Du bist ein feiner Kerl, Anita. Eine andere Frau an deiner Stelle... Was hätte eine andere Frau an meiner Stelle? Na ja, du warst doch eben oben. Und da wär's doch naheliegend gewesen, dass du... Schließlich weißt du doch, dass ich und das Mädel... Was? Du und das Mädel? Du gehörst mir. Ach so. Frag dich zum letzten Mal. Willst du zu mir zurück? Ja oder nein? Anita... Nimm doch Vernunft an. Du und ich, das gibt es nicht mehr. Du gehörst jetzt einem anderen und ich nehme niemandem etwas weg. Ich will nicht, hörst du, ich will nicht. Aber wir bleiben gute Bekannte. Wir sehen uns hier und da. Wir sagen uns guten Tag. Ich biete dir Sacherkonfekt an. Bitte. Deine Lieblingsmischung, die du immer so gern gehabt hast. Bitte bedien dich. Ich habe ihn nicht verlieren wollen. Ist das wohl an Josef? Schnell ins Blumenhaus, bevor jemand kommt. Du musst die Rettungsgesellschaft verständigen. Nicht die Rettungsgesellschaft, darf niemand was davon erfahren. Mein Gott. Niemand, außer... Bei Professor Harrand. Hallo? Ich muss den Herrn Professor sofort sprechen. Der Herr Professor ist nicht zu Hause. Wo? In der Oper. Bei der Caruso-Premiere. Er sitzt... Erster Rang links, Loge Nummer 2. Mein Gott, wo nur Anita bleibt, kommt natürlich wieder zu spät. Ich weiß nicht, sie wollte sich umkleiden. Thank you.
Sie wünschen? Herr Professor, wo wollen Sie hin? Ich fällt Ihnen ein? Zu. Lass mich los, ich hole den Professor zu einem Kranken. Was ist denn passiert? Herr Professor, ich... Herr Professor, ein Unglück ist geschehen. Sie müssen sofort kommen. Man hat jemanden niedergeschossen. Wen? Den Herrn von Heideneck. Heideneck? Warum kommen Sie denn da gerade zu mir? Weil kein Fremder davon wissen darf. Er liegt bei uns im Palais, Blumenhaus. Niemand hat etwas gesehen, die Straße war ganz leer. Ich bitte, kommen Sie schnell, Herr Professor. Ich rufe meine Klinik an. Mein Assistent kommt sofort. Nein, Sie müssen selbst kommen, Herr Professor. Es ist keine Sekunde zu verlieren. Gar keine Instrumente bei mir. Nur Gott, die holen wir aus Ihrer Wohnung. Braucht dich auf eine Hilfe der Assistentin. Nur die holen wir auch. Das kann auch ein anderer Arzt. Ich habe mit Herrn Heidelberg nichts zu tun. Herr Professor, Sie müssen sofort zu ihm. Es ist keine Stunde zu verlieren. Hören Sie mal, Sie kleines Fräulein, ich gehe nicht zu diesem Herrn. Ich habe meine Gründe. Ja, aber Herr Professor, was heißt denn das? Es geht um mein Leben und um keine Privatangelegenheit. Im Blumenhaus liegt ein Mensch mit einer Kugel im Leib. Wenn Sie nicht sofort kommen und ihm Hilfe bringen, verblutet er am Ende noch. Lassen Sie mich doch los! Ich rufe meine Klinik an, mehr tue ich nicht. Herr Professor, wenn Sie jetzt nicht auf der Stelle mit mir kommen, dann reiß mich da hinein und störe die ganze Vorstellung des Amtes Caruso. Ich mache einen Skandal! Ich verbande dich! Nein! Ich schrei! Ich schrei! Sie bleiben hier. Thank you.
schläft jetzt. Aber in ein paar Stunden wird er wieder aufwachen. Und er wird bestimmt am Leben bleiben. Bestimmt. Na also, ja, Sie sorgen morgen früh für den Transport mit dem Krankenwagen. Er wird gleich in sein Atelier am Belvedere gebracht. Es darf niemand erfahren, was hier passiert ist. Selbstverständlich, Herr Professor. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, Herr Professor. Oh nein, so geht das nicht. Ich danke Ihnen, dass Sie mich hergebracht haben. Das nützt doch alles nichts, was wahr ist, muss man auch sagen. Sie haben mich beschämt. Ja, Fräulein, ja, ja. Beinahe hätte ich wirklich meine Pflicht vergessen. Sie waren halt immer ein eigensinniges Kind. Das hat Ihr Herr Bruder auch schon gesagt. Ja, also wenn ich mich beeil, komme ich noch zurecht zur großen Arie im dritten Akt. Also, auf Wiedersehen. Ach, so ist das. Nicht, Herr Professor. Denken Sie nicht mehr an die ganze Geschichte. Und den da drinnen, den werde ich mir ganz allein vornehmen. So. Na, dafür danke ich Ihnen jedenfalls im Namen aller Ehemänner von Wien. Geschieht dir ganz recht, dass du jetzt so da liegst. Ganz anders hätte es noch kommen sollen.
wäre alles noch zu wenig gewesen für dich. Liegen lassen hätte ich dich sollen, draußen im Schnee. Weil ihr alle miteinander nicht wert seid, dass man sich um euch kümmert. Ihr Mannsbilder, ihr Gemeinen, ihr Schlechten. Ihr seid ja so... Schimpf weiter, Bolli. Schimpf nur weiter.